Oh, shit. Beine weich wie Wackelpudding. Finger fühlen sich taub an. Das ist schlecht. Die Mutter aller Kopfschmerzen. Let me shoot some Arschlöchers. Niemand sollte auf diese Weise sterben. Nee, definitiv nicht. Ah. Aber geile Waffe. Tut mir leid. War wirklich geile Waffe. Hallo. Daneben. Die haben aber... Aua. Die haben aber alle abgeknallt hier. Ich bin verrückt. Ha. Was ist ihm gesendet? Erschießen Leute, die sich nicht wehren, war ich schon einmal. Oh. Warte. I like that. Was kriege ich denn hier die ganze Zeit? Notizen. Finde Anja. Vorteile. Seit wann habe ich denn sowas Schönes? Okay, Sammelbares. Toys. Okay, cool. Oh, hier muss ich durchglitschen. Warte. Hä? Wisst ihr Bescheid? Die haben auch echt alle abgemurkst hier. Krass. So wirklich krass, ja. Orientierung wie ein Goldfisch. Wo muss ich hin? Nehme ich doch gerne mit. Von hier kommen wir. Fuck. Das sieht doch vielversprechend aus, ja. Darf ich zwei Waffen? Gib mir zwei Waffen hier. I'm gonna kill you all. Ja, aha, hallo, guten Tag. Nicht mit mir, Freunde und so. Ich geh mal, tschüss. Haut rein. Girl? Okay. Ah, was ist das für Scheiß? Hallo? Da ist Benzin dran. Kaputt. Wo ist denn das Girl hier? Ach, hier ist sie. Okay. Alles gut, Anja. Ja, weiß ich nicht. Was soll ich jetzt hiermit anfangen? Hallo. Und sonst so, habe ich das Spiel kaputt gemacht? Oder was ist kaputt hier schon wieder? Kann ich hier irgendwas mitmachen? Bitte sag mir, dass ich das Spiel nicht kaputt gemacht habe.
Ja, Anja, was ist denn jetzt hier? Ich drücke mal die falschen Tasten, Entschuldigung. Rette Anja. Habe ich gemacht. Die Frau liegt doch hier. Was soll ich denn hier noch machen? Die stört mich hier nur an. Anja, hallo. Ich bin doch da, Frau. Ist hier irgendwo noch ein Gegner, den ich übersehen habe? Stimmt, hä? Ah, muss ich das Ding kaputt machen? Kriegen wir hin. Aber doch nicht. Tja, das hat's vollgebracht, ey. Naja, ich gehe da mal oder so. Talk to me, game. Ich weiß doch nicht, was du von mir willst hier. Muss ich hier irgendwas tun? Aber bestimmt hätte ich das reinwerfen müssen, hä? Ups. Das ist jetzt blöd. Wir laden mal den Kontrollpunkt einfach, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier machen muss. Ich habe das Gefühl, dass ich alles verworfen habe, was mir hätte helfen können. So. So, jetzt gehe ich wieder hier drüben hin. Dann sagt er mir wieder hier, wow, voll die geilen Scheißdinger. Haben wir diese komische Panzer hier ange... Aua! Oh, hallo! Heißt langsam, Freund, ja. Dann kommt dieser lustige Panzer hier angerollt. Und dann denke ich mir, what? Dann denke ich mir, fuck you too. Dann ist das hier kaputt. Dann kommen mir noch irgendwelche komischen Leute. Dann kommen noch zwei von den Dingern. Und jetzt bin ich fertig. Siehst du, sagst du, das Spiel war kaputt. Furchtbar. Fräulein, ich bin schon am Start. Was ist denn das? Da ist doch ein Schnullibums. Siehst du? Mhm. Anja, ich werde sie retten. Sie ist doch schon gerettet. Hier geht doch gar nicht mehr ab. Girl, was geht ab? Dann schläft er am Steuer ein. Tot. Ist ja blöd. Die Frau denkt mit, finde ich gut. Kaputt. Schmeiß den raus. Platsch. Sind Sie ein Soldat? Können Sie kämpfen? Ja. Wer sind Sie? Wir stimmen William J. Blaskowitz. Ranger, Army, USA. Tut mir leid, mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Sorry, mein Polnisch ist nicht gut. Da ist wer im Kofferraum. Wer ist denn da im Kofferraum? Nein! Nein! Nein!
und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe. Frisch so. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken. Ich sag doch, der klingt wie ein Hardcore-Depressiver, oder? Oder? Also tut mir leid, es geht schon. 1960. Was? 1960? Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Oh, what? Es ist 1960. 14 Jahre? Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Im Pops. Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Das ergibt gar keinen Sinn. Wegen der Bombe. Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Der geht einfach wortlos, ist klar. Die machen Musik an, was ist kaputt? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Ach so. I understand what's going on now. Was steht denn hier? Keller. Friedrich Keller wurde im französischen Straßburg geboren. Seine Kindheit war von häuslicher Gewalt und Armut bestimmt. Nach der Besetzung Frankreichs schloss sich Kellers Vater dem Widerstand an. Keller hatte genug vom Leben in Armut und wandte sich an das örtliche Büro des Regimes, um seinen Vater als Widerstandskämpfer zu denunzieren. Oh Gott, warte. Ich möchte das hier runter sehen. Daraufhin wurde seine ganze Familie in ein Lager gebracht, während Keller vom berüchtigten General Strasse aufgenommen wurde, der seitdem er seither dient. Keller betrachtet General Strasse als seinen Ersatzvater. Oh, ich habe im letzten Kapitel gar nicht... Das ist Kacke. Okay, egal. Strasse persönlich. Ich möchte wehtun. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Oh, what's that? Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Kann ich was anderes Sie haben nehmen? Mein Wort. Ich möchte gern das Fahrrad nehmen. Ich nehme die Motorsäge. Spritzschutz benötigt. Wo finde ich denn den Spritzschutz? Ich dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Was heißen Leute wie mir? Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Ja. Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen. Ach, mir geht's gut, danke. Ah, lalalala. Oh, Spritzschutz. Du verfluchte Ebbe. Du hast doch keine Chance. Und. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Sie sind ein gottverdammter Irrer, verflucht normal. Hallo? Der hat mich gehauen, Alter. Der hat mich gehauen. Ich muss ihn zurückhauen. Oh, das Finster. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Nein, erst die Füße, dann die Beine. Langsam. Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand. Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand!
Oh yes, hello, sunshine. Schon ein bisschen krass, das Spiel, hä? Was wollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Halleluja. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blazkowicz. Ich bin voll fesch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wie, der Opa kommt mit? Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Ich verstehe. Was krass. Nehmen Sie meine Hand. Straße, nicht sicher. Sie töten die Soldaten. Hier, ich bleibe beim Wagen. Nein, unten bleiben. Wir warten hier auf Sie. Töten Sie alle. Finde ich gut, Vater. Ich hole mir noch kurz Scheiß hier. Schweine, euch mit meinen Freunden anzulegen. Wir haben wertvolle Fracht und müssen einen Zug erwischen. Ich arbeite dran. Wo sind die denn? Alles meins. Meins! Hab gar nicht gelesen, was da im Tooltip stand. Aber wahrscheinlich, Pistole. Voll der Scheiß hier und so. Oh, Melone! I would like to eat some melon now. So, also. Okay. Wo ist denn der Typ? Ist bestimmt oben, ne? Ja, ja. Dachte ich mir schon. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oh, ach, das ist... Ich verstehe. Hier, Schalldämpfung. I understand. I understand. So. Puh.
Mal gucken, wo noch Gegner sind. Gut, das wär's. Zurück zum Wagen. Wo war denn der Wagen? Wahrscheinlich sollte ich den normalen Weg gehen. Der hat ja doch einen gewissen Fallschaden hier, ja. So, der Wagen ist da unten. Oh, die Oma ist auch voll hardcore drauf, ey. Finde ich geil. Guter Schuss für eine Dame ihres Alters. Ja, ich sag halt, die sind voll hardcore drauf. Gib mir das bitte. Hello, friends. Lebt doch noch. Jetzt nicht mehr. Ach, warum geht das nicht? Treppe steigen. Für den Arsch. Ja. Ich mach die Tür auf. Es dauert noch ein bisschen. Ich muss gerade erstmal hier den Schrunz finden. Ja. Aua. Nicht schießen. Nicht schießen, hab ich gesagt. Bisschen entspannt bleiben, Jungs. Hallo, entspann dich doch mal. Okay, das ist gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr lasst aber hier auch einfach alles irgendwie rumliegen, ne? What? What? Warte mal. Tür geht nicht auf, wie es aussieht. Okay. Hier waren die Leichen. Das ist ein komischer Typ, der Alarm schlagen kann. Ach Gott, warte mal. Gib mir mal die Pistole. Wenn ich das nicht möchte? Gar nicht. Auf zu petzen. Jetzt kann ich was hier alles einstecken, ja? Also der Opa. Ich sag schon, wer steht denn da oben? Das ist der Opa. Ja, ich baue, ja, oh, oh. Don't hurt me no more. Von hier komme ich doch, ich muss... Wo ist der andere? Ach da, hallo. Ist nicht und so. Gut, auch mit dem Aufzug, na los. Ja, ja, wenn du mir... Ach so, ja, klar. Ach hier.
Hallo, guten Tag. Nicht mit mir, Freundchen. Und so. Ich werde auch schwer, ist das super kacke, ey. Also, ne? Wartet auf mich, Kenners. Machen wir. Warte, ich brauch mal die lustige Pistole hier. Ich hab grad einen voll den blöden Ohrwurm, ehrlich. Das ist schlimm. Muss ich bestimmt wieder hier reinschleichen, ha? Hör doch auf, die Tür geht bestimmt auf. Muss ich da von oben rein? Warum? Ach, deswegen. Okay. Gib mir mal meine Sonnenscheinchens hier. Der hat sich geduckt. Gibt's nicht. Ah. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Jum, jum, lecker. Pastete und, au. Ah, nicht immer die Hunde. Die Hunde sind gemein. Da drüben ist einer. Ist er tot? Oh, okay. Hahaha, Headshot. Ja, das ist wirklich blöd. Hui! Gut, Blaskowitz. Festhalten! Wir fahren jetzt weg von hier! Okay! Okay, what? Okay. I really do not like it. I really do not like it. I really do not like it. Ah! No, 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 no. Warte. Wo ist das Kackding? Gau! Okay, okay. Ich hab schon, gib mir irgendeine Waffe. Oh, fuck it, ey. Meine Fresse. Der war unfreundlich, oder? Halleluja. Alles gut, Ami? Rein jetzt! Achso, ja. Ich bin schon drin. Alles gut. Anja, wir beide. In einem Zug nach Berlin. Warum ist da keiner im Restaurant? Lass einfach laufen, das passt schon. I got some ugly coffee. Weil den Scheiß doch keiner trinkt. Okay, ganz ruhig, Blaskowitsch. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt.
Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns bitte, bitte weggehen. Einfach zurück zum Abteil. Augenkontakt vermeiden. Ja. Ich wollte gern zurück. Dieser Ausgang ist gesperrt. Das ist blöd. Dann muss ich... Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Okay. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Bubi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Ah, Scheiße. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Das ist schlecht. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Das ist schlecht. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Schön. Haben Sie verstanden? Ja, okay. Warum sind hier so viele Psychos? Das ist mein Test! Mein Test! Krass. Aber antworten Sie ehrlich. Ja, bitte. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Okay. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Das mich erregt? Sie wissen, was ich meine. Die Augen. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Blümchen. Mag keine Insekten. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Oh Gott, I don't like these psychos. Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Spinne. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich hab schon gesagt, Kackspinne. Spinne. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos. Alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Ach, lass gut sein. Frau Engel, Irene Engel war eine der früheren Figuren der Mädchenbewegung des Regimes und widmete ihr Leben den Zielen und Idealen des Regimes. Nachdem sie ihre Pflicht dem Staat, 6 Kinder zu gebären, erfüllt hat, 6 Kinder, zeigte sie sich als unerschütterlich loyales Parteimitglied und konnte daher schnell deren Rangleiter emporklimpieren. Wen gibt's noch hier? Können wir alles Mögliche angucken. Okay, also ich bin ganz gut dabei. Also hier Keller hatten wir, den haben wir abgemurkst. Anjas Großvater Roman Dagonski wuchs in den Bergen in Südwesten Polens als ältester von 5 Brüdern und 4 Schwestern auf. Sein Vater war ein Ziegelbauer und nach seinem Tod führte Roman sein Gewerbe fort. Obwohl er tief religiös ist, folgt er nur einem einzigen väterlichen Regel. Behandle andere Menschen so, wie auch du behandelt werden möchtest. Amen. Olenka Dagonski wuchs in einem ärmlichen Stadtteil